Wir stehen 8-4 in Landshut verloren. Das war ja heute schon fast ein Handballergebnis. Ist das ausschließlich durch die Schiedsrichterleistung zu erklären, die eigentlich ein fast körperloses Spiel erzwungen haben? Ja, ob das so zu erklären ist, es sind sicherlich sehr viele Überzahltore gefallen. Ich finde, das ist für mich natürlich nicht ein Playoff-Eishockey, wie ich mir das vorstelle. Da soll es da doch ein bisschen Action sein. Die Schiedsrichter haben so gepfiffen, wie sie pfeifen, und wir müssen das uns einfach so akzeptieren. Jetzt hat auf der einen Seite der DEB-Schiedsrichterobmann Gerd Lichtenegger dem Landshuter Trainer Jerzy Ehrenberger Weinerlichkeit vorgeworfen im Charivari-Interview. Auf der anderen Seite hat diese Weinerlichkeit vielleicht auch dazu geführt, dass die Schiedsrichter entsprechend gebrieft worden sind. Was sagst du dazu? Das weiß ich nicht. Die Schiedsrichter pfeifen so, wie sie pfeifen. Ich kann ihn nicht ändern. Ich kann den Faktor Schiedsrichter und Glück kann ich nicht beeinflussen. Und das kann ich nicht. Meine Mannschaft kann bloß alles dafür tun. Und es war natürlich auch Fall dabei, den man nicht machen konnte. Es war nicht alles so, dass die Schiedsrichter alles gegen uns in dem Sinn gepfiffen haben. Da waren auch Fall dabei. Das ist hirnlos. Das muss ich sagen, das habe ich einer ganz klar gesagt. Das muss ein Schiedsrichter pfeifen, wenn man so deppert ist. Jetzt stand es am vergangenen Dienstag noch 2-1 in der Serie für Rosenheim. Plötzlich steht es 3-2 in der Serie für Landshut. Geht man jetzt an das letzte Heimspiel am Dienstag mit dem Motto rein, man hat sowieso nichts mehr zu verlieren, man kann nur noch gewinnen? Oder ist der Druck jetzt bei Rosenheim? Der Druck hast du in der Playoff immer. Du möchtest jetzt Spiel gewinnen, du möchtest den Pott holen, wenn es dir irgendwo geht. Man muss aufpassen, dass man nicht die Kirche beim Dorf lässt. Wir sind Aufsteiger. Wir waren letztes Jahr im Halbfinale. Wir sind heuer im Finale, wir spielen ein tolles Eishockey, und jetzt ist halt die zwei Spiele nicht so gelaufen, da habe ich jetzt kein Problem, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Land zu dem Pott gewinnt, dann hoffentlich nicht in Rosenheim. Ja, ich darf Sie, meine Damen und Herren der Presse, recht herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz nach dem fünften Finalspiel zwischen den Königreichs und dem Stadion Rosenheim. Den Jerzy darf ich gleichzeitig mal gratulieren zum heutigen Sieg. Ja, und dann Franz, die ersten Statements von dir. Ja, das ist letztendlich ist eine Niederlage und nicht mehr und nicht weniger. Die Höhe spielt für mich auch nicht die große Rolle. Es geht letztendlich um die Art und Weise, und ich glaube, das Spiel hat natürlich unter diesen Strafen natürlich schon gelitten. Schiedsrichter pfeifen, wie sie pfeifen, das ist so. Aber es war halt schon, wenn du überhaupt keinen Körper mehr spielen kannst und dann gleich immer draußen bist, ob das dann Sinn der Sache ist, das weiß ich auch nicht. Gut, Landshut hat auch Strafzeiten. Wir haben einige unnötige gekriegt, wo auch gepfiffen werden müssen, wo auch Strafen waren. Aber es war halt andersrum auch. Das ist halt auch so gewesen. Letztendlich, das Spiel war sehr lange auch ganz eng. Da hätte sie das Spiel drehen können, aber wie gesagt, das ist für beide Mannschaften auch letztendlich nie ein Spielfluss zusammengekommen. Ich meine, die Tore, wenn man anschaut, das sind 5 Powerplay-Tore von Landshut und 3 Powerplay-Tore in One-Short-Handed für uns. Ich weiß auch nicht, das glaube ich spricht schon was für sich. Aber letztendlich, es steht, Landshut hat ein Spiel mehr gewonnen wie mir. Das ist mal dann zu Hause. 18, ganz einfach. Danke. Hier steht die ersten Stellen. Ja gut, also ich glaube, wir haben im ersten Drittel so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ne, so vom Läuferischen her. Aber das haben wir dann im zweiten Drittel sehr gut abstellen können. Na, dann sind wir sehr gut, sagen wir, in die Bewegung gekommen. Na, und ich glaube, dass wir im zweiten Drittel hätten wir da ein bisschen mehr aufgepasst, ne? Hätten wir vielleicht ja, ein bisschen größeren Vorsprung halten können. Aber gut, ja, Rosenheim hat auch alles versucht. Ne? Und Gottes Willen, ne? 60 Minuten, ne? Im letzten Drittel haben wir von Anfang an ja, diese Unterzahlsituation haben wir sehr gut überstanden. Diese 1,5 Minuten dann noch, ja, wo eventuell ein Schusstreffer fallen könnte, das war eine sehr wichtige Phase, dass wir da ein gutes Penalty-Killing hatten, na, und haben wir dann weiter 5 gegen 5 oder halt die anderen Situationen haben wir sehr konzentriert gespielt. Also wir haben
auch wenn ich so viel anbrennen lasse. Ja, schade, dass wir da ein bisschen nachlässig waren bei eigenem Powerplay, ja, wo wir dieses vierte Tor bekommen haben. Aber da waren vielleicht die Jungs schon ein bisschen, ja, haben die schon gemerkt, na, jetzt kann nichts mehr passieren. Aber ich glaube, wenn man das Ganze nimmt, ja, war der Sieg verdient. Bei uns haben alle drei Blöcke sehr gut gearbeitet, ja, und alle drei Blöcke waren auch in der Lage, ja, immer zu wichtigen Zeitpunkt da zu sein. Und so ist es sicherlich für uns wichtig, na, dass wir jetzt in der Schlussphase von dieser Finalserie, dass wir jetzt heute Heimsieg, ja, buchen können. Und jetzt schauen wir halt am Dienstag, ja, was da passiert oder passieren kann. Danke. Okay, schön. Noch irgendwelche Fragen seit der Presse? Wie gefällt Ihnen dieses körperlose Spiel, das die Schiedsrichter hier zelebrieren lassen? Ich sehe das ganz anders, ja, wenn man so ein bisschen Eishockey schaut. Also nicht jetzt unbedingt, ja, die tiefere Ligen, oder also wenn man ein bisschen Richtung nach oben schaut. Ja, ich sage, wir sind das vielleicht aus der Liga nicht unbedingt gewohnt, na, mit diesen zwei Schiedsrichtern. Ja, dass die Fouls, ja, wo der Schläger hochgeht oder ohne Scheibe, Scheibe ist wenn. Bitte um Ruhe. Bitte, eine Sache möchte ich euch vielleicht sagen. Hier ist Pressekonferenz, das ist keine Armmarke. Ja, also wenn Fragen sind, dann vor der Presse und dann bitte soll zur Ruhe sein, okay? Das ist zivilisiert. Okay? Passt. Ja, ich glaube, ja, das ist vielleicht der Unterschied. Ja. Wir haben sehr bittere Strafen nehmen müssen gegen Rosenheim. Sehr bittere, ungerechte Strafen nehmen müssen. Und ich finde das sehr gut, dass die Schiedsrichter Eishockey sehen wollen. Nicht haken, nicht halten, nicht behindern. Und so soll das auch im Eishockey sein, wenn man auf bestimmtem Niveau spielt. Und damit sind wir gut zurechtgekommen. Wir mussten heute auch, haben wir auch ein paar dumme Strafen, ja, bekommen, weil wir uns nicht richtig, ja, beherrscht haben. Aber ist absolut die richtige, ja, der richtige Weg für die Schiedsrichter und fürs Eishockey. Dankeschön. Weitere Fragen? Keine mehr? Waren Sie denn mit der Defensivleistung, Herr Steher, Ihrer Gruppe heute zufrieden? Die haben wir ja schon mal besser gesehen. Defensivleistung. Ja. Also wenn man nur zur Zahl spielt, ist es natürlich, ja, aber es ist nicht so einfach. Ja, aber es ist auch vom Tor beispielsweise ein Tor gefallen, wo der Verteidiger direkt daneben stand, eigentlich da vor der Linie, was da eingedrückt worden ist. Ich muss jetzt nachschauen, von wem es war. Also es waren einige Sachen dabei, wo man schon mal mehr Konsequenz gesehen hat. Ja, man darf nicht vergessen, wir haben eine sehr, sehr lange Serie gespielt. Die Spieler sind natürlich auch in gewisser Weise auch einmal müde. Ja, das muss man sehen. Und sehr eine Tore, wie Sie jetzt sagen, die siege ich jeden Tag, wenn ich in die Channel schaue, siege ich das, bei Millionen verdienen die. Und die stehen neben die Schuhe oder stehen neben die Leute dort. Und der haut eine. Oder der fällt mir als letzter Mann mit der Scheibe hin. Das wird es im Eishockey immer geben. Und die Mannschaft, die wird alles probieren und hat das probiert. Wir sind halt heute auch nicht gut in den Rhythmus kommen, die haben das Anschlusstor eben nicht schießen können. Da waren wir dran gewesen und kriegst halt wieder eine Strafe und, ja, und dann willst du das halt auch nicht. Hast du irgendwelche Fragen? Keine mehr, dann darf ich mich bedanken. Meine Damen und Herren der Presse, wir wollen uns dann nach Hause wünschen. Wir haben uns am Dienstag dann das letzte Spiel gegeben, gut, nein. 1930, die Zuschauerzahl heute bei 4245. Dankeschön.